Hi, hier ist Tobias von Möwe Bikes und im heutigen Video stelle ich euch das neue Möwe eFly Up vor. Ja, das neue Möwe eFly Up gibt es als Herrenvariante mit Diamantrahmen bzw. auch als Damenvariante mit tiefem Einstieg. Und das Bike gibt es sowohl als Pedelec, das heißt also bis 25 km/h, bzw. als S-Pedelec bis 45 km/h. Ja, was ist besonders? Wie immer, der Sci-Fly-Antrieb ist bei uns quasi kombiniert mit dem NeoDrives Heckmotor. Der Vorteil für euch ist, dass ihr in Kombination mit diesen beiden Antriebssystemen einfach eine längere Reichweite habt. Dadurch, dass wir mit dem Sci-Fly-Antrieb einfach mehr Kraft generieren können und dadurch die Leistung vom Elektromotor runterregulieren können, und dadurch habt ihr einfach mehr Speed bzw. mehr Reichweite. Was ist noch wichtig? Der von uns entwickelte und in Europa hergestellte Rahmen. Wir haben da drauf auch ein eigenes Patent inklusive der Akkuintegration. Das heißt also, der Akku ist diesmal voll integriert im Rahmen. Ihr könnt den aber auch ganz normal rausnehmen, wenn ihr beladen wollt, und habt dementsprechend auch die Flexibilität, das Bike sozusagen nicht nur in der Garage zu beladen, sondern auch im Wohnzimmer. Ja, ansonsten wie üblich absolute Premium-Komponenten verbaut. Fängt an von den Reifen Continental, Top Contact 2 Reifen, High-End Reifen, 47er Breite, auch schon mal ein super Fahrkomfort. Wir haben dann dementsprechend dabei die Paragon Gold RockShox als Federgabel, damit ihr also wirklich auch einen super Fahrkomfort habt. Als Upgrade-Möglichkeit bieten wir euch die gefederte Sattelstütze von Schulz an. Das ist also eine Federsattelstütze, die auch nochmal aufs Gewicht einstellbar ist und dementsprechend euch nochmal einen besseren Fahrkomfort bietet. Ja, was ist vielleicht zu den Fahrdaten zu sagen? Das Bike beschleunigt unter 3 Sekunden von 0 auf 25. Das ist also dementsprechend sehr dynamisch ausgelegt und ihr könnt überall langrocken und seid sehr schnell unterwegs. Von der Connectivity, wir haben eine Steuerung mit einem 2 Zoll Touch-Display verbaut. Ihr könnt dementsprechend hier alle möglichen Fahrdaten abrufen, könnt auch die Wartungsintervalle abrufen und ihr könnt das Ganze auch mit einer App verbinden und könnt euch, und das ist auch sehr interessant, hier nochmal die einzelnen Fahrmodi. Wir haben also 5 verschiedene Unterstützungsstufen und die könnt ihr euch über die App nochmal individuell über einen Schieberegler selber einstellen und könnt so zwischen maximaler Reichweite und absoluter Beschleunigung hin und her switchen. Das ganze Bike ist dementsprechend als City- bzw. Tracking-Bike ausgelegt. Ihr habt hier einmal die Möglichkeit, euch den schnittigen Sportgepäckträger zu konfigurieren, beziehungsweise gibt es auch für eine größere Beladung bis zu 25 Kilogramm einen richtigen Tracking-Gepäckträger mit integrierter LED-Leuchtleiste. Zur Beleuchtung vielleicht auch noch was zu sagen, bei uns nur Supernova verbaut, also LED-Scheinwerfer für absolut Top-Sicht, auch bei schlechten Bedingungen. Ihr werdet gesehen, ihr seht super und das ist natürlich bei einem Bike in der Klasse auch extrem wichtig. Bremsen, das heißt also Verzögerung, läuft wie bei uns üblich über die Shimano XT Scheibenbremse. Seid also dementsprechend auch ganz zackig von 25 auf 0 oder von 45 auf 0 und das bringt euch natürlich nochmal eine absolute Sicherheit. Zum Fahrkomfort noch ein paar Sachen. Höhenverstellbarer Vorbau von Ergotec ist eine Option, könnt ihr euch mit dazu buchen. Ihr habt also hier auch die Möglichkeit, euch die Einstellung auf Fahrkomfort oder auf Sportlichkeit individuell einzustellen. Dann für den optimalen Sitz, auch für längere Strecken, haben wir den Ergon ST Core Prime verbaut, also ein Premium-Sattel, ein Top-Sattel, der einfach echt Laune macht, auch längere Touren zu fahren, und auch die Griffe von Ergon, das sind die GP1,
und dementsprechend seid ihr auch wirklich bei längeren Strecken sehr komfortabel unterwegs, habt aber auch immer die Möglichkeit, durch die Einstellung des Vorbaus euch auf einen hohen Fahrkomfort einzustellen. Zur Reichweite vielleicht noch ein paar Sachen und auch zum Antrieb. Wir nutzen, wie vorhin schon gesagt, den NeoDrives Z20 bzw. für das S-Pedelec den NeoDrives Z20 RS mit 625 Wattstunden Akku, der also semi-integriert ist. Und damit habt ihr eine Reichweite in der unteren Fahrstufe von roundabout 160 Kilometern, funktioniert nur in der Kombination mit SciFly durch dieses höhere Drehmoment, was ihr also habt. Und wenn ihr voll auf Topspeed geht, habt ihr eine Reichweite von ungefähr 80 Kilometern, was aber auch für fixe Tagespendelfahrten zur Arbeit dann auf jeden Fall eine Sache ist, die auch noch ein bisschen sportlicher ist und euch die Möglichkeit gibt, im Stadtverkehr auch gut mitfließen zu können. Ja, ansonsten, wenn irgendwelche Konfigurationen nicht möglich sind, könnt ihr uns natürlich immer anrufen und auch Bescheid geben, okay, ich würde gerne noch eine Sonderlackierung haben oder ich hätte gerne noch einen Trinkflaschenhalter speziell einverbaut oder ich möchte gerne noch irgendwie eine andere Konfiguration haben. Sind wir immer bereit, das Bike individuell auf euch aufzubauen, und ihr habt in unserem Konfigurator viele Möglichkeiten, wie auch zum Beispiel GPS-Tracking, um einfach auch so ein teures Bike, also wir reden jetzt hier von einem Preis von 5.000 Euro für das Pedelec und 5.800 Euro für das S-Pedelec, das auch wirklich zu sichern. Mit dem GPS-Tracking ist gleichzeitig noch eine Versicherung mit verbunden. Das haben wir mit der Firma AXA zusammen gemacht. Das ist also ein komplettes Paket, bestehend aus dem Tracker, wo ihr das Fahrrad immer wieder finden könnt, beziehungsweise aus einem Diebstahlschutz. Und sollte euch das Fahrrad wirklich mal gestohlen werden, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, euch das, den Kaufpreis wieder erstatten zu lassen über die Versicherung. Ja. Ansonsten vielleicht zur zusätzlichen Sicherheit noch Möglichkeit eines Rahmenschlosses, was wir mitverbauen. Und somit gibt es, glaube ich, ein absolut rundes Paket an E-Bike in der absoluten Premium-Klasse. Und ich denke mal, dass das Bike keine Wünsche offen lässt. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Würde mich freuen, wenn ihr die Möglichkeit nutzt, unsere Bikes Probe zu fahren. Das könnt ihr ganz einfach bei uns auf der Website machen, unter dem Bereich Probefahrt. Ihr könnt euch das Bike dann nach Hause liefern lassen für 99 Euro Pauschale. In dieser Pauschale ist die Anlieferung mit inbegriffen und auch der Versicherungsschutz für die 2 Wochen. Und erst nach diesen 2 Wochen trefft ihr dann die Kaufentscheidung und könnt euch dann dementsprechend das Bike so konfigurieren, wie ihr das möchtet. In der Zeit, wo euer Bike, dann euer individuelles Bike für euch gebaut wird, behaltet ihr das Probebike und könnt es also dementsprechend weiterhin fahren, bleibt mobil und euch wird dann in der Regel in 2-3 Wochen euer individuelles Bike geliefert. Ja, dann vielen Dank, viel Spaß beim Probefahren, euer Tobias.